Zum ersten Mal ganz oben, haben Sie das für möglich gehalten, in diesem Jahr hier siegen zu können? Ja, für möglich gehalten habe ich es auf jeden Fall. Ich wusste, dass ich ganz gut in Form bin. Das wusste ich daher, dass wir zu den deutschen Halbmarathon-Meisterschaften über 7 Zellen gelaufen sind und zu den deutschen Rundmeisterschaften über die 10 Kilometer Straße. Die jetzt verliefen auch erfolgreich. Und ich wusste, dass ich, wenn ich mich ein bisschen besser auf die Berge noch vorbereite, über die Halbmarathon-Distanz in hier am Rennsteig eine gute Chance habe, vorne mitzulaufen und die Erfurter Konkurrenz bis hin zu distanzieren. Nun haben Sie ja gesagt, dass Sie noch bei anderen Wettkämpfen unterwegs sind. Quasi kann man sagen, dass Sie so ein leistungssportlich orientierter Breitensportläufer sind, oder sind Sie schon, haben Sie noch größere Ziele? Also ich habe schon noch größere Ziele, vor allem jetzt auch im Berglauf. Ich möchte auch gerne meine deutschen Berglaufmeisterschaften starten, die auch in 4 Wochen sind. Und vielleicht läuft es mal auf eine Qualifikation für Europameisterschaft heraus. Wäre natürlich schön. Also ich mache, betreibe Leistungssport an sich im Laufbereich. Ich trainiere sehr viel. Und wozu es nur noch reicht, das werden wir sehen. Okay, wir haben gelesen, Uni Potsdam. Verraten Sie uns noch, was studieren Sie? Diplom-Sportwissenschaft in der Rehabilitationsprävention. Na, das passt ja. Okay. Und da haben Sie genügend Zeit zum Training, denke ich mal. Naja, man muss es gut managen, indem man halt auch mal sehr früh raus muss für das Training. Und das noch mit der Arbeit, da ich jetzt in der Diplomarbeitsphase bin, vereinbart. Aber es funktioniert bisher ganz gut und hat über die Studienzeit gut funktioniert. Und man muss es halt sich gut aufteilen. Ja, nun gibt es ja einige hier vorne, die sind quasi Seriensieger, da kommen wir gleich noch dazu. Könnten Sie sich vorstellen, auch mal Seriensieger beim Rennsteiglauf zu sein? Ja, definitiv. Also, vorstellen kann ich mir schon. Es ist fest mit dem Plan für jedes Jahr, und wenn man über eine gute Form vorweisen kann und verletzungsfrei bleibt, warum sollte dann nicht eine Serie folgen? Okay, dafür drücken wir Ihnen ganz, ganz toll die Daumen. Herzlichen Glückwunsch, Stefan Huber. Entschuldigung, eins wollte ich noch erwähnen. Also natürlich bin ich beheimatet im SV Sommer da. Was ich nochmal anbringen wollte, vielleicht als Orientierung: Nun kann man nur entweder für die Universität starten oder für einen Verein. Das ist natürlich schade, weil man möchte natürlich auch repräsentativ für den Verein unterwegs sein und in die Studentenwertung mit einfließen. Und vielleicht gibt es da nochmal eine Idee, dass man beide Vereine in der Anmeldung mit annehmen könnte. Ja, die Anregung nehmen wir gerne auf, darüber haben wir schon mal nachgedacht. Also, da werden wir auch in Zukunft noch mal drüber nachdenken, weil Sie sind sicher nicht der Einzige, der dies anregt. Also, wir überlegen es uns, sagen wir es mal so.